Das Thema von heute ist, was sind die Prioritäten in der was sind die Prioritäten der Wissenssuche in Deutschland? Mit Wissenssuche ist natürlich die islamische Wissenssuche gemeint. Viele Geschwister wollen gerne den Islam studieren, wollen ihr Wissen in den islamischen Wissenschaften vertiefen. Was sind die Prioritäten? Viele fragen sich das und das ist wirklich etwas Wunderbares. Wenn ich bedenke, als ich 2004 angefangen habe, in Saudi-Arabien zu studieren, jetzt also vor über 14 Jahren, ja, weil wir jetzt 2018 haben, da gab es kaum deutsche Studenten in Saudi-Arabien. Soweit ich mich erinnere, gab es damals insgesamt 8 deutschsprachige 8 Studenten aus Deutschland, wenn es überhaupt so viele waren. Und heutzutage sollen es nach Informationen von Studenten aus Medina schon alleine in Medina circa 100 sein. Mashallah, tabarakallah, das ist wirklich etwas Wunderbares, dass es so viele Leute gibt, die sich dafür interessieren. Aber man muss sich fragen, wie soll ich selber islamisches Wissen lernen und wie soll ich anderes vermitteln und vor allen Dingen, womit soll ich anfangen? Hier muss man erstmal eine Grundlage kennen. Im islamischen Wissen gibt es Dinge, die sind Fardul Ain. Das heißt, Pflicht für jeden einzelnen Muslim, Pflicht für jedes muslimische Individuum. Und dann gibt es Dinge, die sind Fardul Kifaya. Das ist zum Beispiel etwas, deswegen eigentlich der Talibul Ilm, ja, der. Man sagt immer, der Student des Wissens, das hört sich so blöd an. Ich mag lieber Islamwissenschaftsstudent, weil der Student des Wissens, aber okay, wie gesagt, das ist die wortwörtliche Übersetzung davon, der Fordernde des Wissens, ja, ist eigentlich jemand, der sich auch um die Fardhu Kifaya, das heißt, eine Gruppe von Muslimen muss dieses Wissen lernen, damit die Sünde, die Pflicht von den anderen aufgehoben wird. Zum Beispiel, es muss immer Muslime geben, die bestimmte Sachen von der Religion gelernt haben, um das der Allgemeinheit unterrichten zu können. Fardhu Ain ist beispielsweise das, was jeder Muslim wissen muss. Jeder Muslim, der erwachsen ist, der Verstand besitzt, beziehungsweise nicht unbedingt erwachsen, sondern Buluh erreicht hat, die Pubertät erreicht hat, der muss wissen, wie man betet. Er muss wissen, wie man Wudu macht. Wenn Ramadan kommt, dann muss er wissen, wann er fastet, wann er das Fasten brechen muss, was er machen darf, was er nicht machen darf, was er machen muss, was er nicht machen muss, wie er die Niyya machen muss. Das sind die Sachen, die dann Fardul Ain sind. Ich gebe ein Beispiel. Jemand wird im Januar Muslim und im Mai ist Ramadan. Ist es im Januar für ihn Fardul Ain, individuelle Pflicht zu wissen, wie er im Ramadan fasten muss? Nein, das ist Pflicht im Mai, wenn der Ramadan beginnt. Vorher ist es keine Pflicht. Das heißt, wenn diese Sache für ihn zur Pflicht wird, ist sie für ihn Fardul Ain. Jemand, der im Handel tätig ist, für ihn ist es Fardul Ain, sich mit dem Handel zu beschäftigen. Jeder Muslim muss die Grundkenntnis, bestimmte Grundkenntnisse der Aqida Islamia haben. Bestimmte Grundkenntnisse der Aqida Islamia haben. Das ist erstmal Fardul Ain und Fardul Kifaya. Und hier ist erstmal etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn wir diesen Unterschied gemacht haben, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ein sehr, sehr wichtiges oder ein sehr, sehr gefährliches Missverständnis zu klären. Es gibt heute Dauerbewegungen, die praktisch jeden Muslim zu einem Talibul Ilm machen wollen. Und ein Talibul Ilm in dem Sinne ist eigentlich jemand, derjenige ist, der zusätzlich zu seinem Fardul Ain noch Fardul Kifaya dazulernt. Und das ist erstmal etwas, was nie gefordert wurde von der muslimischen Umma in den Jahren, wo sie das Kalifat hatten, wo sie die Weltherrschaft hatten, weil die wollen den Jugend noch erzählen, der Weg zur Weltherrschaft ist, dass wir jeden Muslim zu einem Talibul Ilm machen. Und damit fangen die sogar in Deutschland an.
Das heißt, wenn jemand nicht Talibul Ilm ist, dann wird auf den geringschätzig herabgeguckt. Der ist praktisch jemand, der ein Feind. Das ist einer, der schuld ist, dass die Umma in so einem Zustand ist. Denn wenn die alle Wissen lernen würden, dann würden wir in einem ganz anderen Zustand sein. Das ist Quatsch. Jeder Muslim muss seine Fadl Ain kennen. Das ist ganz einfach kennenzulernen. Ansonsten wäre die Religion etwas völlig Abstraktes, unmöglich zu praktizierendes. Das heißt, Leute machen die Religion kompliziert. Die Religion ist nicht kompliziert. Die Religion ist einfach. Und das heißt, es ist ein falscher Gedanke dieser Hisbis, dass sie versuchen, die Umma in diese Richtung zu bringen. Und das ist ein politischer Gedanke dahinter, weil sie angetrieben werden von politischen Kräften, die die Muslime eigentlich blind machen wollen. Weil dieser Talibul Ilm zu sein, ist eine Fardul Kifaya. Ist keine Pflicht für jeden Muslim. Wenn du das aber jedem Muslim einredest, und ich werde sagen, ja nee, wir haben das ja so nicht gesagt. Nee, ihr habt das so nicht gesagt, aber ihr habt das so vermittelt. Deswegen schaut ihr auf jeden Geringen herab, der nicht an diesen und jenen Unterrichten teilnimmt. Und ihr schaut auf jeden herab, der das nicht genauso macht. Und ihr schaut sogar auf jeden herab, der die Dauer nicht so aufbaut, sondern die Dauer auf die Fardul Ain bezieht und sich darauf konzentriert, damit die Muslime einfach nur ihre Pflichten verstanden haben. So. Und dann werden Sachen zu Fardul Ain hinzugenommen, die überhaupt kein Fardul Ain sind. Da wird dann gesagt, ja, der muss dieses Buch in dieser Wissenschaft lernen und dieses Buch in dieser Wissenschaft und dieses Buch in dieser Wissenschaft und dieses Buch in dieser Wissenschaft. Du machst die zu einem Talibul, du machst den normalen Muslim zu einem Talibul Ilm. Der normale Muslim muss einfach wissen, wie er betet. Der muss nicht aufzählen können, ja, nennen wir mal bitte die Bedingungen vom Gebet. Muss beten können. Der kann dir das vielleicht nicht aufzählen, aber der weiß beispielsweise, er darf im Gebet nicht essen. Wenn du ihn fragst, was sind die Nawakidu Salah? Wie viele? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Wie? Weiß es nicht. Aber der weiß, er darf nicht essen, der weiß, er darf nicht sprechen, der weiß, er darf nicht lachen, der weiß, er darf keine Bewegungen machen, die mit dem Gebet absolut nichts zu tun haben, in einer Form, dass es aussieht, als wenn er außerhalb des Gebets sich befinden würde. Ja, da weiß das, darf er nicht. So, aber der kann dir das nicht aufzählen. Das heißt, Leute machen die Religion kompliziert. So, machen die Religion kompliziert. Die sagen, du musst das und das Buch in der und der Wissenschaft lernen für einen ganz normalen Muslim, der einfach nur, ja, der braucht eine Ermahnung für sein Herz. Und dann heißt es, ja, das sind nur motivierende Vorträge. Der Koran ist zum größten Teil motivierend. Hier, schlag einfach mal auf. Hier. Mathalu jannati allati wu'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anhar. Guck, hier wird das Paradies erwähnt. Warum? Das soll eine Motivation sein. Das soll in erster Linie Motivation sein. Dies ist das gleiche Paradieskern, der den Gottesfürst versprochen ist. Er ist durchalt von Bächen, sein Ernteertrag ist immer während und auch sein Schatten. Das ist die letztendliche Tatenfolge derjenigen, die Gottesfürst sind, während das endgültige Ziel der Ungläubigen das Höllenfeuer ist. Was ist das? Das ist Motivation. Das ist Ermahnung. Sogar ein Name des Korans ist Al-Dhikr. Al-Dhikr heißt die Ermahnung. Das ist eine Übersetzung davon. Das heißt, man muss verstehen, dass man hier manipuliert wird. Und ich möchte damit nicht sagen, dass man kein Talibul Ilm werden soll. Ganz im Gegenteil. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir dazu motiviert haben, im Ausland zu studieren, in Saudi-Arabien zu studieren. Ich habe selber da studiert. Und wenn meine Tochter nicht mit der schweren Krankheit auf die Welt gekommen wäre, wäre ich auch weiter dort geblieben. Ich war einer der besten Studenten in meinem Jahrgang gewesen, Alhamdulillah. Ja, und ich sage das nur, ich habe das die ganze Zeit nicht gesagt, weil es Gerüchte gibt von Leuten, von Lügnern, die andere Sachen erzählen. Ja, von Leuten, die andere Sachen erzählen. Man kann die Leute fragen, die mit mir dort zusammen waren. Wie ein Asad Mohammed aus Trinidad, wie ein Abdul Tiam aus Frankreich. Und dann könnt ihr die mal fragen, ja,
ob ich einer der faulen Studenten gewesen bin. Die könnt ihr ja mal fragen. Und dann könnt ihr das sehen, weil es gibt solche Leute, die solche Lügen erzählen. Ich weiß gar nicht, was die Leute für Probleme haben, solche Geschichten zu erzählen. Rede mit den Leuten, die mit mir zusammen, oder sprich die Asatidha an von Jamia Umm al-Qura und frag die mal. Aber auf jeden Fall, weiter im Text. Das ist erstmal ein falscher Gedanke. Dann hat man oft das Problem, wenn man sich in Deutschland hiermit beschäftigt, und deswegen, kurz hierauf zurückzukommen, ist die Priorität beim Lernen, erst das zu lernen, was Fardul Ain ist. Das ist die Priorität. Und es gibt in Deutschland gewisse Sachen, die man als Fardul Ain betrachten muss, die man aber woanders nicht als Fardul Ain betrachtet. Zum Beispiel gewisse Schubuhat, mit denen die Muslime immer konfrontiert werden, schon vom Schulalter her. Man muss den Muslimen beibringen, warum dürfen sie kein Schweinefleisch essen. Sie müssen Argumente haben, ansonsten werden sie durcheinander. Deswegen kann man das als Fardul Ain betrachten. Und dann haben wir Leute, die keine Ahnung von der Welt haben. Die erzählen, ja, ihr redet über solche Themen, die müssen doch erstmal die islamische Akida lernen. Und damit meint er dann die Namen der einzelnen Malaika. Was ist für diesen 14-Jährigen wichtiger? Den Namen vom Engel zu kennen, der die Hölle schützt? Das Fardul Kifaya, ist kein Fardul Ain. Oder zu wissen, wenn jemand zu ihm kommt und sagt zu ihm, hör mal, aber der Islam, der stimmt doch gar nicht mit der Demokratie überein. Ey, warum esst ihr denn kein Schweinefleisch? Ist doch, heutzutage haben wir doch ein anderes Zeitalter. Heutzutage gibt es doch keine, gibt es doch Kühlschränke. Was ist für diese Person wichtiger? Warum trägt die Frau bei euch Hijab? Steht doch gar nicht im Koran. Dieses Wissen ist für ihn wichtiger als zu wissen, als den Namen der einzelnen Engel zu wissen, die im Koran einmal mit Namen erwähnt werden. Oder in der Sunna ganz selten erwähnt werden mit Namen. Das ist für ihn wichtiger. Das heißt, das sind Sachen, die große Priorität haben. Großes Fardul Ain ist für die Jugend, das beizubringen, was die Liebe zu Allah stärkt. Was die Liebe zu Allah stärkt. Und das, was am meisten die Liebe zu Allah stärkt, ist nicht Usul al-Fiqh oder Mustala al-Hadith, sondern was die Liebe zu Allah stärkt insbesondere ist, das Lernen bzw. das Lesen des Korans, die Eigenschaften Allahs zu lesen. Und damit ist nicht gemeint, sich mit bestimmten Madhahib, Fikriya zu beschäftigen, Ash'ariya, Maturidiya, Mu'tazila und so weiter, sondern in erster Linie das richtige Wissen als erstes aufzusaugen. Deswegen, man soll die Religion nicht zu kompliziert machen. Dann, wenn man oft liest von zum Beispiel islamischen Gelehrten aus islamischen Ländern, womit soll man anfangen? Dann sagen sie meistens, man soll erstmal mit dem Koran anfangen. Aber was ist damit genau gemeint? Sie meinen also, man soll erstmal den Koran auswendig lernen. Das ist ein klassischer Weg, den man in islamischen Ländern geht. Und dann wird gesagt, und danach die Sunna. Aber ist das wirklich der Weg, den die Sahaba gegangen sind? Um ehrlich zu sein, wir wissen, der Koran ist in Stufen herabgesandt worden. Er ist nicht einfach so vom Himmel herabgesandt worden zum Propheten Muhammad a.s., sondern für Esbabu Nuzul, für Gründe der Herabsendung. Das heißt, über einen Zeitraum von 23 Jahren wurden zu bestimmten Begebenheiten Koranverse herabgesandt und der Prophet a.s. hat sie erklärt. Womit hat er sie erklärt? Mit der Sunna. Deswegen ist eigentlich der Weg, dass man, wie die Sahabas gemacht haben, 10 Verse lernt, sie versteht und danach handelt, ist eigentlich der zu bevorzugende Weg. Ich sage nicht der Pflichtweg,
ist eigentlich der zu bevorzugende Weg. Und in Deutschland muss man einfach sagen, dass es leider ziemlich unrealistisch ist, diese Fatwa oder diese Aussage von Gelehrten nachzugehen, dass man erst den Koran auswendig lernt. Denn ich meine, wie viele Leute kennt ihr, die in Deutschland den Koran auswendig gelernt haben? Wie viele kennt ihr? Ganz wenige. Und hier hat es erstmal Priorität, die Liebe zu Allah zu stärken. Und das ist eine Aussage, die auch von Sahaba getätigt wird, dass sie erst den Iman kennengelernt haben und dann den Koran und dann den Koran kennengelernt haben und dann noch mehr Iman bekommen haben. Das ist die Aussage, die genannt wird. Das ist die Priorität. Das zu lernen, was die Liebe zu Allah stärkt. Das zu lernen, womit man sich den Shubuhat, den Scheinargumenten gegenüber erwehren kann. Ja, dann. Die Stufen des Lernens. Ich möchte hier auf Dinge aufmerksam machen. Nur auf einige Dinge aufmerksam machen. Ich kann nicht alles aufzählen, weil es ist ein kurzer Vortrag. Ja? Zum Beispiel, bis zum siebten Schuljahr gibt es Prioritäten, bis zum siebten Lebensjahr gibt es Prioritäten, die ganz wichtig sind. Und was hierzu gehört, ist vor allen Dingen, dass die Leute werden alle seinen Koran auswendig lernen. Ich muss sagen, natürlich ist es gut, wenn man hier viel vom Koran auswendig lernt, weil es gibt dieses Sprichwort, was im jungen Alter auswendig gelernt wird, ist wie in Stein gemeißelt und was im Alter auswendig gelernt wird, ist wie in Wasser geschrieben. Aber warum ist das so? Weil das, was bis zum siebten Lebensjahr auswendig gelernt wird, direkt ins Unterbewusstsein aufgenommen wird. Durch das ständige Wiederholen. Aber was wichtiger ist als Koran auswendig zu lernen, ist die Liebe zu Allah, die Liebe zur Religion, das Vertrauen auf Allah zu stärken. Das heißt die Ibadat al-Qalbiyya, die gottesdienstlichen Taten des Herzens. Und eine ganz, ganz tolle Methode dafür ist es insbesondere, und darauf möchte ich aufmerksam machen, ich möchte hier nicht sagen, bringt euren Kindern kein Koran bei, nicht, dass mich hier jemand falsch versteht. Aber was ganz, ganz wichtig ist und nicht vernachlässigt werden darf, ist, dass man die Afkar beibringt. Schatz, wenn du rausgehst aus dem Haus, dann sag, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inni a'udhu bika nadilla udalla, wa zilla uzalla, wa dhlima udhlama, wa jala wujala alayya. Oder Bismillah im Namen Allahs, ich vertraue auf Allah und es gibt keine Macht noch Kraft außer durch Allah. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, dass ich stürze oder zu Sturz bringe oder Unrecht tue oder mir Unrecht getan wird oder unwissend handel oder mir aus Unwissenheit gegenüber gehandelt wird. Das ist die Dua. Schaut mal, erstmal das Kind ist geschützt. Zweitens, jedes Mal, wenn das Kind rausgeht, denkt es dran, oh, ich muss an Allah denken. Ich muss an Allah denken, ich habe Vertrauen auf Allah. Wenn ich diese Dua mache, bin ich geschützt. Das heißt, es entwickelt sich Liebe zu Allah dadurch. Und da gibt es so viele Beispiele, wenn man ins Bett geht, wenn man in die Toilette geht. Deswegen ganz, ganz wichtig, gerade in diesem Alter, diese Afkar beizubringen. Beim Essen. Und beibringen, dass Allah einen dadurch schützt. Mit dem Knüppel, mit dem Schläger, mit dem Druck, mit dem, ja. Und Alhamdulillah, das ist wie gesagt eine ganz, ganz wichtige Sache, die sehr, sehr wichtig ist, um die Liebe zu Allah zu stärken, um das Vertrauen zu Allah zu stärken, gerade in diesem Alter bis zum siebten Lebensjahr. Sagen die Psychologen, geht das besonders in das Unterbewusstsein rein und wird nicht mehr vergessen und beeinflusst den Menschen. Ja, dann im Schulalter. Im Schulalter ist es, wie ich eben schon erwähnt habe, besonders wichtig, den Kindern beizubringen, und das ist hier die Dauerpriorität, wie sie sich gegen Angriffe gegenüber dem Islam verhalten, wie sie auf Dinge antworten, die ihnen gegenübergebracht werden. Und da reagieren sehr, sehr, das ist eine Wissenssuche. Viele denken viel zu akademisch dabei. Das ist Farul Ain in diesem Alter, weil es kann die Kinder durcheinander bringen.
Und stell dir mal vor, die Kinder kommen oft zu Eltern nach Hause und stellen eine Frage. Werden sie geschlagen? Warum stellst du so eine Frage? Die stellen die Frage nur, um zu wissen, wie sie auf jemand anderen antworten können, wie sie sich verhalten müssen. Dadurch zerstört man das Vertrauen. Und man zerstört auch das Vertrauen in die Religion. Das heißt, meine Religion hat gar keine Antwort. Meine Religion ist einfach eine Religion, ja, wo ich geschlagen werde. Wenn ich irgendwas nicht weiß, das ist eine absolute Katastrophe. Und das gibt es in so vielen Familien. Es ist absolute Katastrophe. Da wundern die sich, dass wir es mit so einem Irrenhaus zu tun haben. Dann. Und da möchte ich mal drauf eingehen. Was sind deswegen unsere Prioritäten in der Dawah? Bei mir vor allen Dingen. Ihr werdet das sehen, es geht meistens immer um diese Dinge, die Fardl Ain sind. Fast immer. Weil ich einfach sehe, dass bei den Muslimen einen riesengroßen Mangel darin gibt. Einen riesengroßen Mangel. Und da brauche ich gar nicht über irgendwelche Wissenschaften zu reden, wenn die Leute noch nicht mal wissen, wann sie anfangen zu fasten. Und zur Fardl Ain gehört es auch, das vom Wissen zu vermitteln, was zu Khashya führt, was zu Furcht führt, was zu Tawakkul führt, was zu Vertrauen auf Allah führt, was zu Raja führt, was zu Hoffnung auf Allah führt. Weil das die Ibadat al-Qalbiyya sind, die notwendig sind, die die Grundlage sind von allen anderen Ibadat, von allen anderen gottesdienstlichen Taten, die danach kommen. Dann legen wir besonders viel Wert, auf Dinge einzugehen, die die Muslime gerade in der Realität beschäftigen. Weil es ein Fardl Ain ist, für die Muslime zu verstehen, wie sie islamisch in dieser Situation sich zu verhalten haben. Wie sie islamisch zu reagieren haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist das, was unsere Priorität in der Dawah ist. Und deswegen, beispielsweise vor ein paar Jahren, um genau zu sein, vor 6 Jahren, kam ein Bruder zu mir und meinte, es gibt da einige Brüder, die wollen eine islamische Universität aufmachen in Deutschland. Und die wollen Lehrer aus dem Ausland kommen lassen, die dann hier unterrichten und so weiter und so fort. Die meisten Muslime hören das und sagen, boah, super, super Idee, perfekt. Meine Reaktion war, habe ich gesagt, lohnt sich nicht. Brauchen wir nicht. Warum habe ich das gesagt? Weil manche, wenn die es schon sagen, was ist das denn für ein Typ, wie lohnt sich nicht, ja? Folgenden Grund. Erstens, wir sind hier in einem Land, wo die Priorität des Wissens ist und die Priorität der Dauer, die Fardl Ain zu verbreiten. Wer lernen will, wer wirklich den Willen hat zu lernen, der kann es jetzt schon über Online-Universitäten machen oder er kann es machen, indem er im Ausland studieren geht. Aber wenn jemand in Bayern ist und die Universität ist in Norddeutschland oder andersrum, er wird es auch nicht schaffen, wenn er berufstätig ist, dorthin zu ziehen. Die nächste Sache ist, solche Sachen sind immer Gefahr, zugemacht zu werden. Wir müssen verstehen, die Dawah in Deutschland unterscheidet sich sehr, sehr stark in ihrer Geschichte von der Dawah beispielsweise in Holland oder in Belgien oder auch in Frankreich oder in England. Weil hier die Dauer vor allen Dingen stark geworden ist nach dem 11. September. Der 11. September war wie ein einschneidendes Ereignis gewesen. Dann die Deutschen von ihrer Mentalität anders als die Belgier und die Holländer und die Briten. Die Deutschen haben viel weniger Selbstvertrauen in ihre Demokratie. Warum? Weil in Deutschland, weil die Geschichte ein Land beeinflusst. Und Deutschland wurde beeinflusst durch die Geschichte von Adolf Hitler, der es geschafft hat, in kurzer Zeit Deutschland zu verändern. Mit einer kleinen Gruppe eine große Gruppe zu werden, die es geschafft hat, das ganze politische System auf den Kopf zu stellen. Deswegen gibt es hier eine Paranoia und einen Verfassungsschutz,
die sofort jedes Licht erlöschen wollen, was irgendwo aufflammt. Die nächste Sache ist, ich bin einfach der Meinung, dass man anstatt das Geld zu investieren und die Gefahr einzugehen, dass so etwas zugemacht wird, das Geld lieber investiert, um Leuten die Möglichkeit zu geben, die Familien haben, mit ihren Familien ins Ausland zu gehen, dort den Islam zu studieren, weil es viel effektiver ist, im Ausland den Islam zu studieren als hier, weil in einem arabischen Land beispielsweise man jeden Tag mit der arabischen Sprache konfrontiert wird und dadurch zwangsläufig die arabische Sprache viel besser beherrscht, als wenn man sie hier an einer Universität lernt. Im Normalfall, ich rede natürlich nicht von Ausnahmen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, beim Studieren ein Joe von Talabul Ilm zu haben. Ein Joe, eine Atmosphäre der Wissenssuche. Das ist sehr, sehr wichtig. Und egal, was man macht in Deutschland, man wird es nicht hinbekommen. Es haben sich, wie gesagt, einige Beispiele genommen aus dem Ausland, aber man muss fragen, ist das, was im Ausland passiert, ist wirklich effektiv? Wer sind die Gelehrten? Wer sind die großen Duat, die aus diesen Instituten aus dem Ausland, ich rede aus dem europäischen Ausland, herausgekommen sind? Wer sind die? Wenn das doch so tolle Institutionen sind, warum kennen wir die Leute nicht? Wenn das so tolle Institutionen sind, warum redet man in Deutschland andauernd davon, wie der Islam am Wachsen ist und die praktizierenden Muslime am Wachsen sind, warum nicht in diesen Ländern? Und beispielsweise in Belgien gab es ein Institut, es wurde im Endeffekt auch geschlossen. Und ich kenne keinen einzigen der Absolventen von dieser Fakultät, der wirklich etwas auf die Beine gestellt hat. Keinen einzigen Absolventen. Natürlich, jetzt könnte man noch sagen, ja, in Mekka und Medina gibt es auch wenige, die man kennt. Stimmt. Das ist richtig. Es sind immer wenige. Aber trotz alledem kann man sagen, dass der Wissensstand wesentlich größer ist. Die ganze Atmosphäre wesentlich größer. Und es gibt viele. Yasser al-Qadi ist ein Absolvent von Medina. Bilal Philipp ist ein Absolvent von Medina und Riyadh. Als Beispiel. Abdurrahim McCarthy, auch ein Freund von mir, ist ein Absolvent von Medina. Es gibt einige. Alhamdulillah. Das sind nicht viele, aber es gibt welche. Das dazu. Das heißt, ich glaube nicht, dass so etwas hier den Effekt haben wird. Genau wie bestimmte Madrasas werden nicht diesen Effekt haben. Aber, um mich nicht falsch zu verstehen, wenn jemand solche eine Art Madrasa aufmachen will, ich würde nicht gegen diese Madrasa reden. Sondern ich finde das gut. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn jemand versucht, etwas zu bewegen. Zum Beispiel ein Bruder hat sich mit Freunden jetzt zusammengetan in einer deutschen Großstadt und die haben eine Schule, eine kleine Schule sozusagen, oder wie so eine Madrasa aufgemacht für Kinder, wo sie einen bestimmten Manhaj haben, bestimmte Fächer, die sie beibringen und so weiter. Und ich finde es super. Aber ich habe ihm gesagt, guck mal, dieses Buch und dieses Buch würde ich nicht machen, das ist für mich zu hoch, das ist zu sehr arabische Welt. Passt nicht hierhin. Ist nicht etwas, was die Leute hier begreifen und aufnehmen können. Weil die Atmosphäre der Wissenssuche nicht da ist. Kriegt man hier nicht hin. Man muss den Manhaj des Unterrichtens etwas umstellen. Es gibt hier andere Prioritäten, die es woanders nicht gibt.